Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tomb Raider Unfinished Business, das Add-on zu Tomb Raider 1, wie versprochen, direkt im Anschluss an das Hauptspiel. Mit dabei habe ich wieder die Matta, die gerade Kaffee trinkt. Hallo. Hallo. Ich staffel uns ein bei dir hier. Nein, Quatsch. Ja, so bin ich. Fangen wir mal an mit dem ersten Level. Das ist jetzt völlig blind übrigens, ich habe das niemals gespielt, dieses Spiel. Okay, gut. Ich fange direkt nochmal von vorne an, denn ich habe da eine Vermutung, dass sie auch keine Option haben, das Level einfach neu zu starten. Ich habe die Vermutung, dass man da geradeaus sich festhalten kann und vielleicht dann nach da hinten kommt. Um die kleinen Kätzchen zu streicheln. Yes. Ja, nun. hi. Ich bin direkt hier drin gelandet, wo auch immer das ist. Auf jeden Fall war das offenbar keine Option, keine valide zumindest. Oh Gott, ein Krokodil. Hallo, Krokodil. Will auch gestreichelt werden, das Krokodil. Ja, aber ich habe keinen Bock, Krokodile zu streicheln. Das tut dann immer weh, wenn man keine Hand hat. Es tut dann immer weh. Es hört sich so an, als spreche ich aus jahrelanger Erfahrung. Ja, und die wächst so langsam nach, die Hand. Ja. Ich warte immer noch. Warte mal, Krokodil, ich muss die Magnum-Munition sammeln. Dafür wirst du auch sicherlich Verständnis haben. Das Krokodil ist erstaunlich unaggressiv. Unsere Luft ist erstaunlich leer. Wir sollten vielleicht mal auftauchen. Und wieder abtauchen. Und schauen, was es hier so gibt. Momentan muss ich sagen, dass der Levelaufbau ein bisschen verwirrend ist. Also verwirrender, als es jemals in irgendeinem Level in Tomb Raider 3 war. Denn, keine Ahnung, wir starten im Wasser und wissen noch nicht mal, wo was ist. Wir sehen nur 10 Millionen Räume. Ja, und das Ganze erinnert, finde ich, total an eins der Ägypten-Level. Ägypten? Ägypten. Ägypten. Was gibt er denn? ja, das kann... Ein Arschtritt, Entschuldigung. Es sind auf jeden Fall dieselben Texturen und so weiter. Dieselben Arschtritte ebenfalls. Ob das jetzt wirklich dasselbe, genauso aufgebaute Level ist, weiß ich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht, aber es gibt halt so ein paar Stellen, die erinnern sehr daran, wie mit dem Stein da und diese Katzenstatue, wo halt diese Platten waren, die dann auf die Platten, die dann weg waren, weißt du? Das Ganze sieht halt nur verschüttet aus. Irgendwie schon. Würde Sinn machen an Finished Business, dass sie alte Räume, alte Plätze wieder besucht. Nun... Altes Material wieder testet. Hebel, Hebel, Hebel. Ich sehe dich, du. Was machst du? Ah, ein Raum wird geöffnet. Und wo ist dieser Raum? Da war so eine goldene Statue daneben. Vielleicht kann man sich daran gut orientieren. Wie komme ich denn jetzt wieder hier raus? Da vermutlich. Bei Pharaonen waren Ziegenbärtchen ziemlich in damals. Ja. Wollte ich nochmal so erwähnen. Plot-Twist. Lara hat auch ein Ziegenbärtchen. Och nee. Das sie immer versteckt. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, wo sie dieses Ziegenbärtchen hat. Och nee. Es tut mir leid. Keine Gnade. Ja, raus hier. Nein. Ich komme nicht mehr raus. Das war das Let's Play zu Tomb Raider Unfinished Business. Ist jetzt Finished Business irgendwie, weil ich komme schlichtweg nicht mehr raus. Vielleicht heißt das Add-on auch so, weil man es nicht zu Ende spielen kann. Weil es noch nicht fertig war, als es rauskam. Ob praktisch das, was bei den meisten heutigen Spielen der Fall ist. Irgendwo musst du doch. Oder Ja, so wollten sie das. Wirkt auf jeden Fall direkt schon mal komplexer als... ja, ich weiß. Ich zeige wie eine Bekloppte auf dem Bildschirm. Ja. Ja. Was auch immer das jetzt war. Och nee! Klaust du meinen Text? Meinen stilvoll ausgearbeiteten? So, warte jetzt. Nicht abstürzen. Oh, gut. Wie er halt im... wie heißt das? Nicht Storyboard. Im Drehbuch blättert immer und... Die seitenweise auch Nähs überprüft, ob die sind auch alle mit Fineliner gelb markiert. Mit Fineliner. Ja.
weil so ein feines Wort ist. Das ist Textmarker. Fineliner ist Sinn. Ja, ich weiß. Stifte. Ich weiß doch auch nicht. Na. Nee, dafür musstest du jetzt sterben. Nur weil ich das verwechselt habe. Gut. Nächstes Mal bitte nicht sterben. Ich habe übrigens eben schon mal die Aufnahme getestet zu Tomb Raider 3 und es läuft alles. Da spricht nichts dagegen. Es ist nicht so, dass ich euch jetzt die ganze Zeit anteasere hier Zeug und so. Es ist schön, sowas zu sagen. Es ist doch eine freundliche Information. Hi. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn ihr wie die Bekloppten auf die erste Folge dann klickt, wenn sie da ist. Es ist nur, ich brauche das nicht. Das ist alles nur Zufall. Ach nee! Das passiert, wenn man sowas sagt, ne? Das passiert dann. Ja, so. Immer diese Marketing-Experten. Nun, ich besorg mir einen. Erst teasen sie irgendwas an und dann stürzen sie sich in den Tod, damit es noch besser wird. Also das war ja jetzt... Moment mal. Yay, Leute, das Spiel ist abgestürzt. Auch das werden wir übrigens bei Tomb Raider 3 nicht haben. So, Hast du dich jetzt schon entschieden? PC, Konsolenversion? Vermutlich Konsolenversion. Die PS1-Version, um genau zu sein. Das ist gut, das ist die einzige, die da ist, aber... Ja. Gameboy Color. Keine Ahnung. Yay, das ist sowieso die beste. Wie hieß das nochmal? Tomb Raider, Prophecy oder so für den Game Boy Advance, das hatte ich tatsächlich sogar. Sag den Leuten nicht, dass es das gibt. Sonst musst du es spielen. Nein, Marco, du hast noch nicht alle Tomb Raider Spiele durchgespielt. Du musst. Ja, weil es mir ja auch nur um den Namen Tomb Raider geht. Ich sag's dir, wenn sie auf den neuesten Fußballsimulator 2016 oder so. 2060. Ja, wenn sie da Tomb Raider drauf schreiben würden, würden die Zuschauer sich ergötzen, dass ich das doch spielen soll. Nein, sie schreiben es nicht drauf, sondern es ist nur Laras Kopf auf dem Fußball gedruckt in diesem Spiel und das reicht schon. Ja, ich würde, das ist verlockend, Laras Kopf mal mit Legitimation treten zu dürfen. Aha. Ihren abgetrennten Kopf treten. Wenn es Basketball wäre, könnte man Lara dadurch auch sehr guten Korb geben. Och nee, es tut mir leid. Nein, das Tschüss. War... Ich schneide das raus. Du schneidest es eh nicht raus. Nein. Da ist Schrotflintmunition. Ja, da ist aber auch ein Tigerlein. Der darf hier durchrennen. Der ist schwarz. Schwarze dürfen alles. Nun... Jetzt muss ich doch was rausschneiden, wie? Komm, das war nicht. Das war nicht rassistisch, ich habe mich nur über Neger lustig gemacht. So, wir speichern mal. Wie komme ich jetzt wieder hier runter? Vielleicht war das wirklich eine Falle. Oh nee. Nun. Warte, sie wird doch... Ich kann ja... Okay. Oh. Du kannst doch gehen. Ja, gehen kann ich. Das ist das Einzige, was ich kann. Das ist mein größter Erfolg. So. Weitere Schrotflintenmunition. Es würde mir sehr, sehr gefallen, wenn ich selbige... Das ist auch... Munition nur in größer. Für eine sehr, sehr große Waffe. Es würde mich freuen, wenn ich selbige Waffe bald mein eigen nennen könnte. Also nicht die mit dem Stein, sondern die Schrotflinte. Vielleicht ist es auch für eine riesige, hier, wie heißen die Dinger? Steinschleuder. Ja, und wir müssen gegen Goliath kämpfen und so, ja, ich weiß. Der dann winzig ist. Wieso finde ich diesen Gedanken so lustig? Keine Ahnung. Ich bin noch kaputt. Weil du ein Spacken bist. Nun.
Ja, Lara macht mal wieder Materialprüfungen mit ihren Schienbeinen, weil das präziser ist oder so. Vielleicht auch mit ihren Beinschienen so oft, wie du sie jetzt schon die Klippe Och runtergestürzt nee, ist das dein lässt. Ernst? Ich tut mir leid. Es gibt Sterne. Sieh's dir an. Ein Sternenhimmel. Aua, da lag Schrotflintenmoni. Da kommst du jetzt aber nicht wieder hoch, oder? Nee. Verdammt. Die Zuschauer direkt schon. Fang wieder von vorne an. Nicht so, nein. Ich meine, das wäre was anderes, wenn das jetzt die Schrotflinte selbst gewesen wäre. So komme ich übrigens wieder hoch. Ja. Da, 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 da. Ich bin ein glückliches Mensch. Obwohl doch nicht. Jetzt muss ich hier diese Seitwärts. Jetzt muss ich hier wieder rüber, weißt du. Ja. Das ist alles sehr. Treppen gehen in Tomb Raider macht keinen Spaß. Treppen gehen macht generell irgendwie keinen Spaß. Nicht nur in Tomb Raider. Ja, aber hier besonders nicht. Oh, und ich abgestürzt. Ja, okay, das Level heißt schon Return to Egypt. Also ist es wahrscheinlich wirklich eine Rückkehr. Oder es geht um die Return-Taste. Ich weiß es ja auch nicht. So, wir haben Schrotflintenmunition. Wow. Was? Wow. Aber du hast keine Schrotflinte. Wow. Au. Monster, Line, ich habe kein Medipack. Oh. Mir jetzt erst aufgefallen, ja, das ist nicht so gut. Da sind ja Fußabdrücke von Katzens. Ich frage mich, ob man da drauf gehen kann. Bestimmt rutschst du, ja. Nun. Boah, jetzt hast du aber echt nur noch einen Hauch. Ein Hauch von Leben. Nun. Nun. Verdammt. Ja. Da möchten wir dann doch nicht hin. Ich sollte vielleicht darauf achten, nichts mehr zu tun, das mir weh tut. War da jetzt ein Gang eigentlich dann auch? Nein. Bada, 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 bada. Bringt mir das hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Was gibt's? Oh, dahinter war ich. Also hier nach links gehen, nach rechts gehen jetzt ist sinnlos, weil da war ich gerade. Also geht der richtige Weg vermutlich wirklich hier entlang. Diese Fußspuren irritieren mich irgendwie. Ja, die sind vermutlich nur gedacht, um Angst zu machen. Irgendwie schaffen sie es auch. Ist hier hinter wieder eine tödliche Falle? Ja. Ja. Und sonst ist da auch nichts. Okay. Das ist gemein, das haben Ja. sie im ersten Teil nicht gemacht. Diesen Skill haben sie dann wohl gelernt im DLC. Da gehen Katzen entlang, aber da kann man selbst nicht hoch. Und hier hinter war doch jetzt, glaube ich, nur noch diese Passage mit Stacheln. Wie war das eigentlich bei Unfinished Business? War das bei dem Hauptspiel oder konnte man das wirklich nur runterladen oder? Das konnte man nur kaufen, glaube ich. Das konnte man gar nicht runterladen. Wie als eigene CD oder wie oder? Wobei, nein, ich glaube, das war dabei. Dann bei irgendeiner Version war es dabei. Bei irgendeiner Version dieses Spiels. Hm. Aber auf jeden Fall als eigene CD. Ja. Ja, das ist zu schräg, um da hochzugehen. Nun. Dann bleibt mir eigentlich nur noch dieser Weg übrig, aber es irritiert mich, denn da bin ich ja schon durchgelaufen. Sind das nicht verschiebbare Kisten? Ja, die habe ich ja Ach verschoben, um so. hier reinzukommen. Na klar. Genau, und hier geht es jetzt einfach zurück zum Wasser und so. Nee, das hier ist was Neues, okay. Da,
Da liegt tatsächlich ein Schlüssel oder so. Mhm. Ich habe zwar keine Ahnung, was für ein... Oh, ich möchte mal kurz... Haha, noobs. Wie sie es mit der KI ganz gut hinbekommen haben, dass die Tiere vor allem fliehen, aus Schussweite gehen, da oben ist irgendwas. Mhm. Okay. Ich denke mal, unser Weg führt uns über die Hängebrücken. Da hinten ist... Nun. So, Leute, das Spiel ist wieder abgestürzt. Wir müssen wieder zurückkehren zu dem Ort, an dem wir eben gewesen sind. Das macht einen unglaublichen Spaß. Wir reiben uns hier schon die Augen aus. Gegenseitig. Ja. Das macht echt Spaß. Macht unbedingt mit. Das ist der Sand Ägyptens, der mir in den Augen prangt. Brennt eher. Und ich habe dieses komische Bedürfnis, den technisch Verantwortlichen ins Gesicht zu treten. Dann musst du auch sein Gesicht auf einen Fußball drucken. Das ist eigentlich voll die gute Idee, wisst ihr? Mhm. Muss ich mir patentieren lassen. So könnte man vielleicht sogar mich dazu bringen, Fußball zu spielen. So. Was war denn das jetzt eigentlich für ein Schlüssel? Es ist der Gold Key. Oh nee, das hatten wir in der Zisterne schon mal. Ja, wetten, es gibt jetzt auch noch einen silbernen, einen bronzenen und einen aus Schokolade. Ah. Aber den, der ist unerreichbar. Nur mit Cornerback. Nur mit Cornback. Wie jetzt? Ach, wie jetzt? Rechts. Das ist zu hoch. Ach ja, stimmt. Ich bin... Da. Ah. Nara hatte gerade irgendwie einen gelben Hosenboden. Nun, sie hat sich eingeschifft. Och nee! Eingeschifft nach Ägypten. Och nee. Nee. Falsch. Nun. Puh, den habe ich erwischt. Den Krokodil. Stimmt, man konnte ja noch nicht kriechen. Nee. Schon wieder eine Katze und schon wieder ein Krokodil. Katzen und Krokodile und ich habe kein einziges Medipack bisher gefunden. Ist das euer Ernst, liebe Entwicklers? Wenn ihr mir die Medipacks nicht gebt, gebt mir wenigstens eine Schrotflinte oder gebt mir irgendwas, was mir einen Vorteil gibt. Ja, das Schrotflintenmunition. Ich hoffe mal, dass das nicht das Einzige war, wofür man hier rüber... Das wäre so cool. Das wäre so gemein. Bisher kam kein Secret Sound. Secret Sound. Dann ist es noch nicht mal ein... Ah, das ist die Statue. Vielleicht? Ha. Was? Das sieht so secretös aus. Oder ist es Absicht? Nein, nicht Absicht. Nee, die haben die Katze versehentlich dahingestellt. Och, da ist der Schlüssel. Bitte. Ja. Oh. Jetzt doch nur ein Secret. Dann war das der reguläre Weg, oder? Nee. Aber es ist natürlich nicht die Tür, die neben dem Schlüsselloch. Doch. Musste sich das erst nochmal durch den Kopf gehen lassen. Sie hat gerade einen wichtigen Artikel über Türen gelesen. Jungs! Hast du das gehört? Die haben dich angebellt. Wie? Vergiss es. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Oh, nee! Sag mal, was war denn das jetzt für eine Stelle?
Die sind ja fast so gemein wie in Tomb Raider 3. Ja, aber nur fast. Und man darf unendlich oft speichern. Aber in Tomb Raider 3 gibt es ein Medipacks. Das ist so ein Item, damit heilt man sich. Hi. Mhm. Lung, bräuchte ich jetzt langsam. Um deinen Heil zu finden. Oh nein, ich habe das böse Wort gesagt. Nee, ist gut. Oh. Wie hätte ich das timen sollen? Ich hätte vermutlich auf das dritte müssen. Na. Nun. Ich sollte vermutlich speichern, nachdem ich den Schlüssel reingemacht habe. Irgendwie hat das was von Takeshis Castle. Was ist das? Nur mit Sterben und nicht mit in Möttger fallen. Das ist doch diese japanische Game-Show, wo Leute auf so mit so Hindernissen hier gegen so Hindernisse anlaufen müssen und so. Und am Ende kommt nur einer an, das ist so ein bisschen wie bei der Befruchtung. Och Mann! Hi! Hi! Ich war aus irgendeinem Grund abgelenkt. Nun. So geht's auch.